Kanzler Olaf Scholz. Worte zur VW-Krise seien an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten, kommentiert Oliver Stock vom Business Punk. Er bezieht sich damit auf Scholz' Aussage, die VW-Mitarbeiter sollten nicht für die Fehler des Managements zahlen. Stocks Kritik, VW sei nach der Deutschen Bahn der größte Staatskonzern, den sich Deutschland leiste. Das Land Niedersachsen könne im Aufsichtsrat des Konzerns nicht überstimmt werden. Der einzige Fehler der VW-Manager habe darin bestanden, den Politikern im eigenen Aufsichtsrat Glauben zu schenken, so Stock.